Jerry Meat und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, mit dem Bild ist alles in Ordnung, weil bei mir im Display der Kamera stehe ich irgendwie auf Kopf und ich weiß nicht, wie ich das umstellen kann. Sobald ich aber das Display wieder andersrum drehe, ist alles richtig rum. Sobald ich es aber so rumdrehe, dass ich wieder alles sehe, sehe ich mich verkehrt herum. Okay, nichtsdestotrotz hoffe ich, ich kriege alles richtig hin und alles ist gerade und so, weil das kann ich jetzt nicht richtig beurteilen, weil eben alles auf Kopf steht und so weiter. Aber egal, davon lasse ich mich jetzt nicht stören. Aber ich möchte jetzt mit dir zusammen Ich möchte die ganze Zeit Display sagen. Nein, ich möchte mit dir zusammen meinen Altar umgestalten. Und zwar für das nächste Jahreskreisfest in Bolk. Ich habe auch schon alles parat aus der Natur und eben auch andere Sachen, die ich schon da habe, die ich dafür brauche. Und zwar möchte ich den so ähnlich gestalten wie vor 3-4 Jahren oder so, wo ich auch mit dem Ganzen so langsam begonnen habe, alles saisonal umzugestalten, je nach Jahreszeit und je nach Jahreskreisfest. Und ich habe einiges Grünes aus der Natur mitgenommen, was immer grün ist. Und für Imbolc, denke ich mal, ist das auch ganz gut. Und dann sieht das Ganze auch farblich etwas schöner aus, als wenn nur alles irgendwie ja totweiß ist oder steril weiß. Wir machen das jetzt einfach zusammen. Ich muss jetzt einmal den Altar wieder abräumen. Und dann räume ich mit dir zusammen oder dekoriere ich alles mit dir zusammen, so wie ich es gerne hätte. Und ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig und man sieht alles, obwohl es jetzt hier verkehrt herum ist. Es ist einfach seltsam, warum alles Kopf steht, aber ich kann dir ja mal ein Bild zeigen, dass wirklich alles Kopf steht. Also wie du da siehst, da sieht man mein Display, aber es ist nicht auf Kopf auf Bild, hä? Ah ja doch, es ist auf Kopf, weil ich sehe jetzt alles verkehrt rum und da ist es richtig rum. Ne? Verwirrende Sache, sehr, sehr verwirrend. Jetzt siehst du mehr oder weniger meinen Altar in den Werkseinstellungsmodus zurückgesetzt, weil man jetzt hier gar kein Jahreskreisfest mehr zuordnen kann. Aber das werden wir jetzt ganz schnell ändern. Und zwar fange ich als erstes an mit meinem Imbolc-Bild. Ich denke mal, das wirst du noch aus dem letzten Jahr kennen. Und zwar sieht das Ganze so aus mit dem Kreuz der Brigitte und halt dem Imbolc-Schriftzug mit der Vollmondin drauf. Und das werde ich jetzt wie immer hier platzieren. Das Bild hängt jetzt an dem Platz, wo es immer hingehört und eine Kerze will mal wieder nicht so richtig brennen. Ich glaube, das Problem kennt jeder, aber die andere, die brennt schön. Ja, und jetzt widmen wir uns dem Rest des Altars. Und zwar habe ich eine kleine Lichtspielerei vor, weil es bei Imbolc ja auch viel um Licht geht. Und die Rückkehr der Natur bzw. Wiedergeburt der Natur wird auch viel Grün ins Spiel kommen und natürlich auch viele, viele Kerzen. Wie versprochen werden jetzt ganz viele Kerzen ins Spiel kommen und zwar in dem Fall jetzt Teelichter. Und auch zusammen mit Thuja, also auch Lebensbaum genannt, werde ich nämlich zusammen in einem Kreis hier um meinen Kelch legen. Ich finde, das ist sehr, sehr passend, weil Imbolc ja auch im Bauch heißt und ja, so liegt dieser Kelch im Bauch. Beziehungsweise im Inneren des Kreises. Ja, und falls du dich fragst, wie, hä, im Bauch, was meint sie damit? Ich meine damit im Bauch der Mutter Natur, weil die Mutter Natur ja jetzt schwanger ist, beziehungsweise die Göttin schwanger ist und dann langsam alles wird und wieder geboren wird. Ich hoffe, das war verständlich und ich wusste nicht gerade, wie ich es anders sagen soll. Heute ist halt alles ein bisschen verdreht und verwirrend, weil wegen auch meiner Kamera und ja, ich glaube, ich rede heute viel Blödsinn und meine Kamera macht heute viel Blödsinn, also passt zusammen. Ich werde mir mal eine Schere holen, weil die einzelnen Blätter lassen sich jetzt hier nicht so einfach von dem Zweig trennen. Also ich werde mir einfach eine Schere zu Hilfe holen, weil ich will jetzt auch keine Fasern von dem, von dem Gestängel da kaputt reißen, dann sieht es auch nicht so schön aus. So, meine Schere habe ich jetzt zur Hand, ist eine ganz normale Schere und da werde ich jetzt einfach ja die einzelnen Verzweigungen hier abknapsen von dem Hauptstängelchen, fliegt nach unten, ist egal, und die werde ich mir dann gleich im Kreis um hinlegen und darauf dann die Teelichter. Und jetzt nehme ich meine abgetrennten Blätter. Okay, das hier ist ein sehr interessantes und großes Blatt und da sind noch irgendwelche Knospen dran, das macht das Ganze umso schöner. Ich hoffe nur, ich kann dennoch Teelichter drauflegen. Und dann kommen meine Teelichter ins Spiel. Also wie du siehst, man muss nicht immer für die Altardeko irgendwas kaufen, sondern man kann sich auch aus Mutter Natur was nehmen, was man findet, was jetzt dazu passt. Und dann werde ich hier oben noch eine siebte Kerze in meinen
Kelch stecken. Damit hätte ich jetzt soweit erstmal meine Pläne mit dem Thuja umgesetzt. Und dann nehme ich mir jetzt einfach eine ganz kleine Vase zur Hand. Ich hoffe, die bleibt stehen mit dem Riesenteil. Also das ist diese kleine Vase. Kommt die andere Pflanze ins Spiel? Ich habe keinerlei Ahnung, wie die heißt. Wenn du weißt, wie die heißt, schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Also ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber ich fand die schon vor ein paar Jahren schön und habe die deswegen auch gern zu Imbolc verwendet. Okay, das weiße Teil bleibt nicht stehen, dafür sind die Stängel zu riesig, aber ich habe noch was anderes. Und zwar habe ich hier noch diese leere Flasche, die finde ich ganz schön und die macht sich auch immer dekorativ gut auf dem Altar und da mache ich jetzt die Pflanzen rein. Also die Flasche hebe ich immer gerne auf, um da irgendwas reinzustellen oder generell als Deko. So, mehr geht da jetzt auch nicht rein, es ist schwierig, das jetzt überhaupt komplett auf der kleinen Aufnahme zu zeigen und das stelle ich dann hier hinten ins Eck. Da ist also jetzt schon mal sehr viel Grünes. Und es geht aber noch weiter mit den Kerzen. Und zwar mischte ich eine Laterne. Das finde ich nämlich ganz schön. Und ich glaube, mehr sollte ich nämlich nicht machen, sonst wird es zu voll. So, die Einstellung ist jetzt ein bisschen anders als sonst, aber ich werde dir jetzt von nahen, also einmal ganz detailliert zeigen, was ich jetzt genau wie gestaltet, hingestellt habe, wie auch immer. Aber ich habe jetzt aus Sicherheitsgründen die Kerzen auf den Thuja-Blättern oder Thuja-Nadeln nicht angezündet, weil ich auch nicht riskieren möchte, dass jetzt was passiert. Wenn du das so nachmachen willst, dann mach es am besten wahrscheinlich mit Teelichtbehältern. Also es gibt ja so kleine Transparente aus Glas, die sind dann am besten dafür, wenn man es dann wirklich auch anzünden möchte. Also ich glaube, bei mir ist das jetzt nicht so gut, wenn ich ohne sowas anzünde, aber ich habe das leider nicht in sechsfacher Ausführung. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so. Aber es soll ja auch gut aussehen und auch dazu passen. Und ja, ich hoffe, das ist für dich jetzt nicht schlimm, dass ich das jetzt in der Aufnahme nicht hier anzünden werde. Genug geredet, ich zeige dir jetzt einfach das komplette Ergebnis. Angefangen habe ich ja hier mit diesen Thuja-Lebensbaumblätternadeln und dann die Kerze in dem Kelch. Da hinten die rote Kerze, die ich meinem verstorbenen Kater Basilius gewidmet habe. Die will jetzt aktuell nicht brennen, deswegen ist die jetzt nicht an. Das tut mir auch leid, dass die jetzt nicht brennt, aber okay. Heute geht halt alles schief. Hier sehen wir mein Buch der Schatten und ja, die Figur, die eine Göttin darstellen soll. Auch wenn es ein Engel ist, bitte kein Shitstorm, dass es ein Engel ist und nicht auf den Altar gehört und keine Göttin und so weiter. Aber für mich ist das so passend und ich habe leider auch noch keine gute Göttinfigur gesehen. Aber seitdem ich sie habe und gesehen habe, ist das für mich die richtige. Dann haben wir hier vorne noch so ein Teelicht vor der Statue mit so einem Teelichtbehälterchen, wie ich es eben erklärt habe, wie es da am besten wäre, aber ich nicht so oft habe, sondern nur zweimal. Meinen ganzen Steinkreis, der ja das ganze Jahr hier liegt, seitdem ich die ganzen Steine gesammelt habe, sind ja teilweise gekaufte Steine, teilweise gesammelte Steine, die mir einfach gefallen haben. Dann haben wir hier mein Räuchergefäß und der Räucherstäbchenhalter, die schöne Laterne, ich liebe Laternen und die Pflanze, wo ich den Namen nicht weiß und natürlich die Altarkerzen, wo eine ja wie gesagt nicht richtig brennen will und meine Götterbilder, die ich gemalt habe. Einmal mich als Göttin und meinen Mann als Gott. Und das soll jetzt keine Blasphemie sein, sondern ich fand es einfach gut. Ja, und da haben wir mein Imbolc-Bild, was ich auch extra zu Imbolc gemalt habe für den Altar. Und ansonsten haben wir nur noch meine ganzen Ritualgegenstände, also den Kelch, die Atame, die Glocke, wie gesagt, die Räuchergegenstände und das Pentakel. Ja, und mehr habe ich eigentlich im Grunde gar nicht. Naja, doch der Kessel, der verschwindet da war hinten so ein bisschen. Ich hoffe, dir gefällt das so und ich habe dir jetzt davon genug und verständlich gezeigt. Ich hoffe es zumindest. Ich finde es so schön geworden und es ist auch mal sehr, sehr viel Grünes dabei und das gefällt mir. Jetzt sind wir auch wieder in der gewohnten Kamerastellung und ich hoffe, dir hat das Ganze so gut gefallen, wie es mir jetzt gerade gefällt und ich erfreue mich auch jetzt sehr, sehr an dem Grün, also den ganzen Gegenständen aus der Natur, auch wenn da eine Pflanze ist, dessen Name ich nicht kenne. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Inspiration geben,
wie du deinen Altar zu Imbolc gestalten kannst. Mir gefällt es jedenfalls gut. Ich hoffe, dir mindestens genauso. Das habe ich jetzt schon verdammt oft gesagt und heute bin ich halt einfach ein bisschen Kuckuck. Aber das ist meine Kamera im Moment auch, also passt das ja. Ja, ich rede mich einfach um Kopf und Kragen und habe dir jetzt auch genug gezeigt und erklärt und habe auch meinen Altar jetzt fertig gestaltet für Imbolc, was wir am 2.2. haben. Und ich glaube, ich habe schon mal ein Video über Imbolc gedreht. Wenn ja, verlinke ich dir das gerne hier oben bei dem i. Das dürfte auch schon eine Weile älter sein. Ja, und jetzt habe ich auch wirklich lang genug gezeigt und gelabert und verlinke dir hier an der Seite noch meine letzten beiden Videos. Und auf dieser Seite kannst du mich natürlich kostenlos abonnieren. Das tut auch immer noch nicht weh. Und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Dienstag eine wundervolle Zeit. Blessed be!